ein Karma heilen. Verwende dich, Controller! Danke! Gerade so, ja, nö, stirb doch. Was ist denn jetzt los? Danke. Wo habe ich denn zufällig einen Mondstein? Mondstein, Flieg und Sieg. Diese Fragezeichen auf der Karte waren wahrscheinlich die Aufläufe, ne? Ja, ich glaube von Pokémon, die man noch nicht kennt. Pummeluff entwickelt sich. Ich bin mir aber nicht sicher, ich möchte das... Nudeluff. Ist ja auch egal, Gratin ist eh besser als Auflauf. Das sehr feines Feld, auf Vorsicht, verärgert man Knuddeluff, bläst sich stark auf und stürzt sich mit seinem ganzen Körper auf einen. Lauter Bronzongs hier, aber ich glaube, ich habe nicht mal Bronzel. Doch, das hatten wir irgendwann mal in der Wüste gefangen. War Bronzel dieses. War Bronzel dieses Lenkrad? Lenkrad? Oder Zahnrad oder so? Ja, wenn man es so definieren möchte. So, hier ist jetzt noch ein Feenraid. Mal gucken, wie viele Sterne der hat. Oh, 4 Sterne und ich kenne das Pokémon nicht, glaube ich. Wenn du mitmachen möchtest. Ja, wenn du nicht wieder ohne mich startest. Mitspieler suchen. Wir brauchen Gift oder Stahl. Hab ich beides nicht. Ah, oh, komm! Oh. Lass mich im Shortcut da rein. Mal gucken, was ich hier habe. Gift. Die Entwicklung von Dingens, glaube ich, hier, was ich gerade entwickelt hat. Wie ist denn das? Morlord in der Version. Das sieht aus wie Suelord. So, jetzt habe ich's. Was schicke ich denn da in den Kampf? Gegen Fee. Ja, Gift und Stahl ist echt nicht so... Nicht so, ne? So gut vertreten, sag ich mal. Hm. Tja, dann kommt mein Mascagato wieder mit. Wohl. Hat der auch Stahlattacken oder bist du nur Typ Stahl? Nee, du hast keine Stahlattacken, schade. Hast du Stahlattacken? Das ist aber nicht Typ Fee, scheiße! Hä? Hast du nicht Fee gesagt? Ja, ist das nicht Typ Fee? Das ist aber Psycho! Oh. Echt? Ja, aber da, ja, da geht meine Katze auch gegen einen Gengar mit. Brauchen wir Käfer, Geist oder Unlicht? Gar nicht darauf geachtet, dass du da Mist erzählst. B ist so wie so ein kleiner Schmetterling. Das ist Psycho. Aber war Psycho nicht immer sonst so eine Spirale? Ist hier schon die ganze Zeit dieses Symbol. B ist so ein kleiner Schmetterling. Das ist Psycho. Sonst war das Psychozeichen immer eine Spirale. Ja, aber das Psychozeichen ist schon seit einer Woche dieses Zeichen. Das hat sich in der ganzen Woche noch nicht geändert. Was ist das für ein Fisch? Das habe ich dir gerade erzählt, was das für ein Fisch ist.
Ja, es während ist ich die geguckt hiesige habe. Version von Sumpex. Ah, cool. Muss ich auch noch mal leveln. Sehr gut. Die Entwicklung von dem kleinen, was hier jetzt braun ist. Was vorher blau war, dieses. Vorher blau war. Ja, gut. Nee. Nicht Weilord. Nicht Weimar. Ich sagte sofort, welches ich meine. Ich hab's im Datadex halt nur auf Englisch. Felino. Das ist die hiesige Version von Felino und der Entwicklung von Felino. Genau, okay. Moorlord. Aber nicht Weimar. Boah. Ist das übel. Ja, es ist hier so ein Walfisch. Nee, nee, es ist die Entwicklung von Felino in der Region. Alter, was passiert eigentlich, wenn wir die Leiste da nicht... Ich glaube, ich muss gleich mal die Controller tauschen. Dann wirst du aus der Höhle gekickt. Du kannst es dann nochmal versuchen. Alter! Ich hab mich nicht... Ich hätte mich nicht kristallisieren sollen. Oh, ich muss das unbedingt ändern, das ist so nervig. Einmal bin ich Gift und das ist sehr effektiv auf einmal. Na, das schaffen wir nicht. Nee, natürlich nicht, weil ich dafür das falsche Pokémon dabei habe. Weil die Eier auch irgendwie keinen Schaden machen noch. Ja, echt? Wir machen das gleich nochmal, wenn ich mein Gengar dabei habe, okay? Okay. Dann mache ich auch Schaden. Ja, ich guck mal nochmal, ob ich ein Pokémon habe. Ich bin einfach gegenheilt. Guck nochmal, ob ich ein Pokémon habe. Was auch eine Kristallisierung hat, die dagegen gut ist. Na komm jetzt, werd fertig. Ja, auf einmal One-Hit, als ich mich kristallisiert habe. Ja gut, das ist Mist. Eure Grotte wurde aus der Gruppe geschleudert. Braucht noch ein zweites Trassler, fällt mir gerade auf. So. Nochmal. Mitspieler suchen. Pokémon wechseln. Wenn das Psycho ist, dann ist auch Käfer nicht schlecht. Ja. Und Käfer habe ich, glaube ich. Käfer und Unlicht, dann noch. Aber meine Unlichtattacke ist nicht stark genug. Ich nehme nochmal Gengar mit. Erinnerst du dich noch damals, als du gesagt hast, du willst meinen Gengar nicht behalten?
Da hilft mir, du hast keine Switch. Och, Beka. Warum denn nicht? Was? Käfer oder Unlicht? Oder Geist? Unlicht. Geld, Geld, Geld. Och, Beka, komm schon. Hast du nicht das eine Mal angegeben, wie viel mehr du jetzt verdienst? Zwar schon wieder 3, 4, 5 Monate her oder so gefühlt, aber trotzdem. Eine Switch, die kostet doch nichts mehr. Gut, Ausgaben. Du hast kein Auto, du hast eine Wohnung. Und fahr zur Arbeit. Deine Bierausgaben sind selbst verschuldet. Probieren wir es mal. Bier, ja. Mit Cesurio oder so. Ja, so eine Antwort habe ich von dir erwartet. Oder sowas wie, ohne Bier geht das nicht oder so. Irgendwas. Guck mal, der kriegt Schaden. Gift hieb irgendwen anders an. Oh, jetzt macht er mich schläfrig. Kann auch ohne Spaß Alkohol haben. Ja, das stimmt. Fängt aber echt früh mit dem Kristallschild an. Wollte gerade sagen, das war jetzt ja. Kann ich schon? Nein, kann ich noch nicht. Oh. Hier wird man wieder aufwachen. Also ich würde gerne aufwachen. Boah. Oh, es schläft, du kannst Böse machen. Es schläft? Bei mir schläft's nicht. Aufgewacht, ein Glück. Warum schläft dein Gengar jetzt? Also teilweise schläft Gengar einfach ohne irgendeine Vorwarnung ein. Das ist ein bisschen blöd. Na, Gähner, ne? Dann wird schläfrig. Ich hab aber keinen Gähner abgekriegt. Ich hab aber keinen Gähner abgekriegt. Bei mir war keiner angezeigt. Und jetzt schlafe ich. Jetzt schlafe ich natürlich und krieg hier voll den Schaden ab und kann keinen Schaden auf ihn machen. Vier, drei, komm, zwei, aufwachen. Eins. Kannst du mich mal heilen? Ja, würde ich gerne. Dies anfeuern kann man heilen. Scheiße, oh, dass er immer wieder auf die erste Attacke springt. So, ich kann mich jetzt endlich mal kristallisieren. So, jetzt kriegst du Schaden. Pass mal auf. Schild weg. Und jetzt geht's ganz schnell. Geh weg mit deinem Gähner. Pardon. Menschenskinders. Oh.
an. Oh, war das übel. Ja, aber gab gut EP-Bonbons. Aber jetzt wissen wir immer noch nicht, wie man diese Terra-Kristallstücke benutzt, ne? Nee. Gibt bestimmt einen NPC, der die verwendet oder so. Kann ich mir vorstellen. Hier nicht. Ja, vielleicht wirklich mal Google fragen. Oder wir haben ja hier einen Meister Gael hier, der weiß das auch bestimmt. Wenn wir jetzt das blaue Felino entwickeln, wird es dann trotzdem zu dem neuen oder Nein, zum es wird Morlord? Zum Morlord. Hast du schon gemacht, ja? Habe ich schon gemacht. Ich hätte hier. Achso, ne, der ist doof. Den machen wir nicht. Ich laufe jetzt mal. Richtung Camp. Camp? Ach, ja, wir wollten ja eigentlich Zielpunkt. Zum nächsten. Wir wollten ja eigentlich zum nächsten Camp, ja. Ja, ja. Was war das? Bist du das, was ich denke? Nee, bist du nicht. Sah nur so aus. Nein. I'm Mewtwo. Nein, ich dachte, das wäre so ein Kerzenviech. Gael sagt, damit kann man den Terra-Typ ändern in dem Restaurant, wo die Arena-Prüfung mit der Normalprüfung, mit der Normalorden war. Das war diese Prüfung mit der Bestellung, ne? Ja. Ist gut zu wissen. Hier ist ein Menki? Nee, ein Rassaf. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Stadt das war. Die Entwicklungsanforderungen von Razav waren auch irgendwie ganz komisch. Du bist weiblich. Das ist ja blöd. Oh, da ist er ja. Schon wieder. Mal gucken, ob ich dich diesmal kriege. Ja, das kann funktionieren. Braves Pets, braves Pets nie. Sie kommen verstärkt an den Küsten kalter Gebiete vor. Wenn einem Petsnief keinen Schleim aus der Nase hängt, ist es womöglich krank. Okay. Nein, da ist die Nase verstopft, ist doch klar. Hier ist noch ein Kristall. Hier ist ein Baum. Oh, der Kristall ist ein Stern. Nee, weg. Oh, wow. Ich bin am Pokémon Center angekommen. Ich nicht. Ich fange hier noch Pokémons. Nördliche Zone 3. Der Weg ist paralysiert. Ich bin sehr gespannt, wie die Story jetzt weitergeht mit dem Camp. Ja, ich auch. Also mein Guess ist, dass der Evoli-Rucksack Cassiopeia ist. Genau.
glaube ich nicht. Nidderbeck! In der kalten Jahreszeit steigt es bis zum Fuß der Berge hinab. Im Frühjahr kehrt es auf die Gipfel zurück, wo noch Schnee liegt.